Servus Leute, wir sind wieder zurück beim Landwirtschaftssimulator 2013. Ja, nach gefühlten jetzt Dreiviertelstunde Herumscheißerei, wenn wir es jetzt ernst nehmen. Ja, natürlich ist wieder der Max dabei, weil der ist zurück vom Einsatz. Und der Kai. Ja. Hallo. Ja, wir haben jetzt alles gedüngt. Du bist gerade am Schaufeln, oder? Ja. Und dann haben wir noch ummodden müssen, den Hänger ummodden müssen, die Schaufel, weil die keinen Kalk aufnehmen haben können und so weiter und so fort. Aber jetzt können wir wieder vorspulen. Ich spule aber jetzt wieder. Jetzt kann ich aber mal 120, weil eigentlich die nächste Stufe ja erst, soweit ich weiß, um Mitternacht ist. Dann steht da wieder Wachstum. Dann steht wieder Wachstum. Genau. Wir fahren jetzt mal gleich den Pflug verkaufen, so, den brauche ich gar nicht mitnehmen. Und fahren wir mal zum Denk Händler. Denk an, du musst das Frontgewicht abbauen, weil du den Tank mitnimmst. Nein, ich kaufe nicht beides, ich kann mir das nicht leisten, glaube ich. Achso, willst du erstmal nur Spritze? Ja, ich glaube schon. Wird reichen, oder? Ja. Ich guck mal kurz. Was kostet das? Ja, ich guck gerade. Fahr du mal weiter. 28. 5. Ja, ist wurscht, ich kauf's gleich mit. Hab ja, ich bringt jetzt fast nochmal dieselbe Menge. Nicht ganz. Ja. Wo wir jetzt den Dünger, das kannst du, vielleicht fährst du mit dem Jeep mal eine Runde. Keine Ahnung, dort oben, vielleicht eh auch, wo wir jetzt gerade schaufeln, Kalk, vielleicht gibt es ja den Dünger auch. Flüssigdünger. Zum Kaufen, meinst du? Zum Kaufen, ja. Ja, gibt's, da brauche ich gar nicht okay, anfangen. Okay, passt. Weil dort müssen wir jetzt auf jeden Fall einmal hin, weil wir sie am Hofen links lagern können. Passt, dann bin ich jetzt einmal am Weg zum Händler. Behaltest du die Felder ein bisschen in den Auge? Ja, ich wollte sowieso gerade gucken. Das war das Feld, was wir als erstes angesehen haben, Feld 16, richtig? Das ist vollkommen wurscht. Es gibt jetzt nicht mehr, das mit dem, so wie ich das verstanden habe. Was ich weiß, so funktioniert das jetzt, wird die komplettes Wachstum, komplette Dünger und so weiter jedes Mal um Mitternacht berechnet, deswegen steht er danach von 0 auf 100%. So, ja. Okay. Hier ist überall noch leicht basischer Boden. Aber der Dünger ist auf 97%. Okay, jetzt ist der Dünger sozusagen hochgegangen beim auf 100. Ja. Beim nicht organischen, sondern beim Kunstdünger halt. Synthetisch, ja. Synthetisch. Ich glaube, mir wäre das Wort jetzt eingefallen. So. Obwohl der Axion hier jetzt fast ein bisschen groß ist für die Spritze. Naja, schaut nicht einmal so schlecht aus. Halt, wir müssen jetzt nachher jedes Mal sozusagen 4 Tage so ungefähr spulen, bis wir wieder ernten können. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Sieht so aus. Okay. Dann noch in der ersten Wachstumsstufe. Wachstum. Ja, ist noch alles in der ersten. Ja. Ja, dann werden wir jetzt auch öfter Angebote bekommen. Ja, wir werden öfter Angebote bekommen, aber was auch noch ist, das halt Problem. Wir haben natürlich jetzt heftige Kreditkosten. Ja. Wieso wackelt? Habt ihr den Frontank schon einmal benutzt? Meinst du, dass er so in den Oberlenker mit reindrückt? Nein, der tut links und rechts wackeln. Ich hatte ihn früher immer im Singleplayer, da der einwandfrei funktioniert. Weil der keinen Oberlenker hat zum Anhängen. Ja, normalerweise schon. Und da der Axion einen Ausgleichsunterlenker hat, der sich ausgleicht, ist das ein bisschen. Schaut das ein bisschen komisch aus. Nein, das hat der Fendt, glaube ich, auch. Soweit ich weiß. Ich glaube, das haben alle unsere Maschinen. Ja, er wackelt halt ein bisschen links, ein bisschen rechts, ein bisschen links. Ist nicht so schlimm. So, dann komme ich zu dir auch noch rüber. Wenn du nachher voll bist mit Schaufeln, ja, Feldversteigerung ist uns egal, weil das machen wir nicht mit. Wir machen kaufen. Ja, wenn ich voll bin, ja. Aber wenn du mit dem Hänger weg. Ja, dann sagt's das aber, weil dann zahle ich den restlichen Kredit wieder zurück. Max, Hochkehrfunktion. Ja, ich weiß, mir auch jetzt gerade aufgefallen. Weil sonst haust du alles daneben. Ist trotzdem alles daneben. So, wo ist da der Dünger? Das sieht geil aus mit dem Fronttank vorne. Du musst fährst jetzt einmal geradeaus, dann fährst du rechts, wo du mit dem Hänger entlang gefahren bist. Aber es wackelt der hintere auch, so wie ich das jetzt gerade sehe. Dann biegst du links einfach ab. Da muss Max kurz in der Halle stehen bleiben. Ja, ich bleib stehen. Na, ich kann eh da hinter halt vorbeifahren. Ja, ich stehe hier. Gut. Kann zwischen Halle und so vorbeifahren, ja. So. Das ist eher normalerweise. Dann füllen wir mal auf,
die zwei Hitten. Das wird jetzt auch einiges kosten. Ah, das schaut schon gut aus, das Gespann eigentlich. Ja. Nur, dass die Hydraulik vom Axion relativ weit unten ist, wenn es oben ist, ausgefahren ist. Halt hinten meinst du? Ja. Vorne geht's. Vorne ist es okay, aber hinten ist es irgendwie ein bisschen. Ja. Wie kann ich hinten anfüllen? Oh, er muss das Gerät auswählen. Ja, da kann ich machen. Du hast auch Anzeigen, wie voll der ist. Ja. Wo habe ich Anzeigen? Der ist leer und vorne ist voll. Ja, Anzeigen. Hier, aber... Da, wo ich stehe. Okay, cool. Vorne links und hinten. Aber ich kann nicht. Lass mich mal. Ah, jetzt geht's. Gut. Ja, jetzt bewegt sich der auch. Das habe ich gar nicht gewusst, dass das animiert ist. Beim Standard-Ding. Ja, war von Anfang an. Cool. Ja, ich habe das Ding, glaube ich, noch nie benutzt. Seit 2 Jahren. Ja, ich bin da früher auch mit rumgeeiert. Den Rest in der Schippe gleich, den nehmen wir gleich einfach mit, da ist ein kleiner Rest da drin. Wie viel geht noch rein? Schippe müsste noch reingehen. So, es ist noch immer jetzt in der zweiten Wachstumsstufe, halt, wir müssen jetzt wirklich 4 Tage. Na, ersten oder nicht? Naja, das ist die zweite schon. Voll? Erste ist gleich voll. Nach dem Ansehen. Sobald du angesehen hast. Auch vorbei. Nein, du nimmst noch vorher. Eine Schaufel gleich voll mit, oder? Also, ja, wie du willst. Nee, mir ist egal. Ja, nimm mit. Ich habe ja noch 40 Stunden. So, ich zahle jetzt den Rest zurück einmal. Meinst du, dass der Kredit nicht so hoch ist? Ja, das sind Wahnsinnskosten. Ich habe gerade Standbild. Geht's jetzt wieder? Warte mal. Welche waren das, dass der auffällt? Nee. Steige mal aus. Nee, ich hab schon. Du lenkst aber komplett verkehrt. Ja, weiß ich, weil ich rücke, weil. Ach so. Ein Leck ja, ich. Dann die Kurve ist da ziemlich. Heftig mit 2 Anhänger. Ja, es geht sich gar nicht aus. Weißt du was? Weggucken? Ja, ich schaue eh direkt drauf. Warte mal ein bisschen. Drück dir mal hinten ein Stück rum. Genau. Gut. Weil es ist. Boah. Es wird knapp. Da dürfen wir nicht mit 2 Drehschimmel herfahren. Ja. Da dürfen wir nur mit einem. Ich fahr gleich 2-mal im Kreise, oder warte mal, kann ich hier rechts irgendwie fahren? Nee. Na, du fährst okay. Rechts und einmal komplett dann halt 270 Grad. Ah nein, einfach grad durch. Ja, ich wollte dich aber vorbeilassen. Na, fahr weiter, geht schon. Cool. Ist ja wurscht, ich muss eh nicht spritzen, ich spritze erst. Wir spritzen, wenn dann erst wenn er in der letzten Wachstumsstufe ist, halt einen Tag noch vorspulen. So. Boah. Eier, voll peinlich. Ja. Du fährst nicht auf der Straße. Doch, jetzt schon. Ja, jetzt wieder. Warte, die nächste Kurve kommt, jetzt fahr da gleich wieder daneben. Nee, passt. So, das kannst jetzt alles, was du unten, da musst halt schauen, wie du hinfahren kannst. Wieso fährst du so? Also, oh ja, wäre eh richtig, scheiße. Ich bin falsch. Ja. Ich fahr jetzt über die Kühe, ist auch nicht so schlimm. So. Warte mal. Ja, ich weiß schon, wie ich fahre, glaube ich. Ich stelle meinen jetzt mal. Oh! Ja. Marco ist rechts vor links, gell? Ah, nein. Chef hat Vorfahrt oder was? Vor allem, ich fahre noch auf der Straße, du warst nur auf dem Hof. Fahr doch einmal durchs Fahrsilo am besten, das ist einfacher. Ja, sonst kommst du nicht um die Ecke. Geht sich gar nicht aus. Kannst vergessen, sonst. Boah, Wetten abschließen? Nein, ich. Nein, du kommst nicht rein. Lass es. Ja, passt. Wird nichts. Habt ihr schon ausprobiert? Ja, wenn du nach links noch weiter auswitzt, könnte es sich vielleicht passen. Aber ist egal. Jetzt steht da gleich, so, wird nicht angenommen. Kalk ist das Richtige gewesen. Dünger A wird nicht angenommen und Kalk. Kalk ist das Rechte gewesen, ja. So wie oben. Ah, fuck. Das war aber cool, da reinfahren. Ja, das wusste ich. Das ist aber eh sowas, was bei mir zum Beispiel, wenn ich ummodden hätte, das wegkommen wird. Weiß nicht. Was, der Hühnerstall? Der Hühnerstall und das Zeug. Das Tor aufmachen. Das rechte müsste hier einmal sein. Schaut, da ist es richtig. Ja, das ist nur, wenn du sozusagen beide auffasst, dann sieht das aus, als wär's zu. Ich kann da jetzt da herüben, wenn ich jetzt auch mache, mit der herüben hier, jetzt habe ich überhaupt keine Anzeige mehr. So. Jetzt geht wieder das andere. Jetzt muss ich da herüben hergehen. Und jetzt geht noch. Nein.
Oh, oh. Ich krieg ja, das nicht musst, auf. Ich, ja, lass mich mal. Warte mal, jetzt. Das ist das Falsche. Das Tor, okay. Jetzt bewegst du. Bewegen sich beide. So, jetzt mache ich das hier zu. Jetzt müsste funktionieren. Genau. Warte mal, ich hab. Vorne habe ich Dünger drin und Dünger ist links, richtig? So, passt mehr? Ja. Ja, gut. Vorne ist Dünger drin und da brauchst du zuerst das Düngerofen, oder? Ja. Ich bin schon beim Rausfahren. Und dann musst du noch nach rechts eben gehen. Nach rechts. Ich weiß nicht. Ja, jetzt. Mal lieber, oh, ein Wahnsinn. Jetzt müssen wir nachher wieder die Tore aufmachen, das wird lustig. Ja, dann musst du einmal rechts und einmal links tippen. Ich weiß nicht, ob du es hier raus kippen kannst, weil ich habe ihn letztens hab's nachher rückwärts rangeschoben. Wie ist aus? Geht nicht, oder? Nee. Warte, dann baue ich den einen immer. Wäre zu schön gewesen. Soll ich mal ein Stück reinfahren mit. Was ist drin? Du fahr mit. Warte mal, mit dem fahren wir. Oh, mit dem fahren wir mal da weg, dass er da reinfahren kann, okay? Wollt ihr so machen? Ja, wir fahren halt. Ich hab's letztens so gemacht, ich bin da reingefahren. Okay. Und hab dann rausgeschoben wieder. Weil sonst kommst du fast nicht hin. Ja, ich hab gerade Standbild so. So. Ich will gar nichts mehr. So, dann koppel ich erstmal hinteren ab. Passt das so? Ja. Ja, passt. Ich würde ihm jetzt vorne anhängen, tust du leichter. Beim Rückwärts schieben. Geht das beim Fan? Ja, weil du das Gewicht oben hast. Ja, das Gewicht. Naja, es geht beim Fan doch ohne Gewicht. Achso, gut. Ja gut, warte, ich dreh gleich in der Halle sozusagen. Gott sei Dank ist die Halle groß genug. Gut. Ja, das steht eh gut. Glück, dass wir die Halle groß genug gebaut haben. Übernommen haben, sagen wir so. Die alte. Soll ich da aufmachen, das grüne Tor, dass du rückwärts weiterschieben kannst? Ja, passt schon. Das ist auch sowieso geil mit den Toren hier, alles miteinander verbunden ist. Wachstum geht wieder los. Ja, Wachstum geht wieder ich los. Ich sehe nichts, ne? Also ganz hinten sehe ich sozusagen nichts. Ja, ich weiß es. Oh, der rutscht. Na, du hängst nur bei der Tür. So zurück einfach, gerade zurück. Ja, ich seh's ja. Warte mal, jetzt schon. Vielleicht gerade Standbild. Siehst du das? Noch zu. Nein. Einmal springe ich so. Jetzt zum Beispiel wieder. Du müsstest da schon fast ableiten können, ne? Ja, jetzt passt. Du musst halt ein bisschen immer runter zu wieder. Pass auf, dass er nicht oben in die Kollision. Zu. Und jetzt wieder aufkippen nachher. Ja, ich mach erstmal ganz runterfahren. Ich mag es immer so schnell nachher, das geht am besten. Da geht am meisten raus, finde ich. Hast du Glück, dass er die ganze Wand aufgemacht hat? Und nicht dieses kleine Piss-Ding da hinten, ne? So. Vorschieber. Ich würde mir jetzt einmal da aufs Feld rauswagen. Kann ich hinter mir durch oder steht der Düngerstreuer? Steht der Düngerstreuer natürlich vor der Tür. Ja, dann ja, passt schon. Ich krieg da schon irgendwie hin. Bodenzustand, da steht jetzt Dünger 100% synthetisch. Und kein Unkraut komplett rum, müsste gehen. Auf dem Feld. Sich ausgehen. Ja, wo bin ich gerade aus? Ah, ich sehe dich jetzt ja nicht, Max. Ihr habt mir jetzt nicht zugehört, oder? Genau. Ja. Passt schon. Ihr habt mir jetzt nicht zugehört, oder? Ja, doch, irgendwas mit. Es ist Dünger 100%, aber Unkrautbefall teilweise auf dem Feld, halt nicht überall. Ja, das war vorhin aber auch schon. Aber wir werden trotzdem über das ganze Feld mit dem Unkraut halt nachher einfach drüber fahren, würde ich fast vorschlagen. Das Unkrautbefall ist bei mir 0%. Ja, nein, das kommt immer davon, es ist stellenweise. Hier ist noch 97% Dünger. Ah ja, gut. Und aber der pH-Wert ist eigentlich ziemlich hoch, 7,4? Ja. Halt das ist das erste. Aber da, wo wir das Hexelstroh haben, da ist er enorm runtergegangen. Ja, das müsste hier drüben irgendwo sein, nicht? 97%, 100%, 100%. Das sollte passen, hier mal relativ viel. Ah, hier ist 7,3. Jo, ich jetzt stehe. Ja. 7,3 ist perfekt. Der ist auch auf 6 oder nicht schon teilweise gewesen. 6,6 hier, neutral. Hier 6,2, leichter Säuregehalt. Ja. So, wir werden jetzt. Wir haben jetzt noch eine Wachstumsstufe dann. Ich würde sagen, wir warten jetzt die Wachstumsstufe jetzt noch ab. Im sozusagen Offscreen. Wir werden dann Offscreen auch den Unkrautbekämpfung machen. Ja. Oder machen wir das Onscreen? Es ist halt blöd, es ist halt nichts zu tun. Richtig. So. Wir schauen uns jetzt das noch an bis Mitternacht. Nein, das dauert lang vorspulen, oder? Wie lang sind denn das? 120? Ja. Da ist zum Beispiel nur. Wieso ist da so wenig Dünger? Da ist Dünger C. Q3.
kurzzeitig einmal gewesen. Ja, ja, da ist irgendwie so stellenweise Dünger 10 mit zwischen. Ja, keine Ahnung, was da genau los ist. Ja, ist egal. Ich würde aber auf jeden Fall den Part beenden, weil wir sind schon am Ende. Wir lassen das jetzt eine Wachstumsstufe vorlaufen, werden dann drüber spritzen, dass wir das Unkrautbefall wegbekommen und werden euch vielleicht dabei so kurz davor, nachher, bevor wir fertig sind, dazu holen. Und ja, dann geht es beim nächsten Mal weiter mit der Ernte, würde ich fast vorschlagen. Und ich hoffe, dass wir dann halbwegs einen sinnvollen Ertrag haben. Bis zum nächsten Mal. Ja. Bis morgen. Tschüss. Ciao. Ciao.